Akkus in E-Autos werden in der Regel nach 70-80% ihrer Ursprungsleistung ausgetauscht und finden dann im sogenannten Second Life eine neue Aufgabe als stationäre Stromspeicher. Wie zum Beispiel eine PV-Anlage. Somit ist ein Akku erst nach 20 Jahren ein Fall für die Entsorgung. Lithium-Batterien und Akkus werden aktuell zu 75% recycelt. Mittelfristiges Ziel ist es, 90% der Zielelemente wie Graphit, Lithium oder Kobalt zurückzugewinnen und somit den Kreis bestmöglich zu schließen.